Inazuma 11, go! Licht! Und damit herzlich willkommen zu einem Spezial-Bonus-Part mal wieder. Und zwar machen wir heute eine weitere Mannschaft, die man hier herausfordern kann, um halt in der Fußballtour freizuschalten. Und das soll auch die letzte Serial-Mannschaft sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein und dieselbe Mannschaft ist auf beiden Editionen. Aber ich meine nicht. Dafür müsste ich gleich nochmal kurz googeln. Aber sie schaltet man eigentlich recht easy frei. Und die ist auch ziemlich stark. Dafür müssen wir jetzt aber nicht... Da müssen wir hier in die Adrit-Arena. Und man hat schon in einem Video gesehen, dass da drei Punkte sind. Und die drei Punkte sind entscheidend. Genau, denn hier liegen irgendwelche Leute rum. Aber ich guck mal eben kurz. Welche das jetzt genau sein soll. Es gibt einmal was Südklaue und glaube ich das Gegenpol. Spieler. Go. Was war das denn jetzt hier? Spiel Licht und Schatten, bitte. Genau. Südklaue gibt es hier und Nordzahn gibt es in der anderen Mannschaft. Genau. Ewiges Licht und Südklaue sind exklusive Teams. Ich bin bei Nordzahn jetzt unsicher, wo man die holen kann, aber ich glaube, das werde ich bestimmt dann, wenn wir die Schatten machen, werde ich wahrscheinlich das auch euch dann zeigen. Aber hier in Licht gibt es die Südklaue und das sind auch sehr starke Mannschaften und die werden wir uns heute mal herausfordern. Beziehungsweise wir werden sie herausfordern oder die uns, keine Ahnung, irgendwie so. Würze, bitte, Würze. Die Jungs scheinen großen Durst zu haben. Möchtest du ihnen etwas Wasser geben? Ja. Ich fühle mich wie neu geboren. Captain, geht es dir gut? Ich liege schon so lange unter dieser hellen Sonne, dass ich meine Augen gar nicht mehr öffnen kann. Wo sind wir? Und wer seid ihr? Dieser stechende Blick. Ihr seid sicher Agenten von Fifth Sector. Was? Nein, wir sind doch nicht von Fifth Sector. Sieh nur, was du angerichtet hast, Aitor. Genau deshalb solltest du Leute nicht so böse anstarren. Ich? Du bist der hier einen Preisboxer, wie ein Preisboxer aussieht. Ruhe, Bösewichte. Wir sind die Fußballmannschaft Südklaue und ich bin ihr Kapitän, Cyrus Wisp. Dank eurer tollen Freunde vom Fifth Sector, die massenhaft Sand aus unseren Wüsten gestohlen haben, sind hier jetzt überall Löcher. Unser Mannschaftskapitän ist schon schon dreimal in diese Löcher gefallen. Oh, so ein Glück. Wir haben lange und hart hier in der Wüste trainiert, um Rache an euch zu nehmen. Die Wüste hat uns stark gemacht. Und heute sehen wir vor euch viel stärker als irgendwelche Imperialen. Fürwahr, so ist es. Wir sind eine ungeschlagene Fußballmannschaft. Ihr vom Fifth Sector werdet noch zittern zu unseren Füßen liegen. Ja, wir hätten euch schon längst vernichtend geschlagen, aber uns ist da ein kleines Missgeschick unterlaufen. Wir sind in einer Wanderdüne stecken geblieben und sie hat uns mit sich hierher getragen. Aber das ist jetzt unwichtig. Fifth Sector, wir haben euch gefunden. Das Glück ist uns trotz allem hold. Das wird ein wütendes Ende für euch nehmen. Seid ihr bereit? Ja, die denken, wir sind Fifth Sector. Na super toll. Aber gut.
Ich glaube, Nordzahn wird es wahrscheinlich woanders. Ich glaube, Nordzahn gibt es in der Ping-Pong-Arena. In der Pinball-Arena da. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber wir werden es ja dann irgendwann sehen, wenn ich Schatten-Let's Playen werde. Dann werde ich natürlich auch die Secret-Mannschaft machen, damit auch alles vollständig ist auf meinem Kanal. Aber gut, wir sind hoffentlich... Okay, wir sind nicht geheilt, deswegen gehen wir eben kurz heilen. Und dann werden wir uns Südklaue mal rannehmen. Und danach können wir uns vollkommen auf die Fußballtouren konzentrieren. Das wird ein wütendes Ende für euch nehmen. Seid ihr bereit? Ja. Heaven Players versus Südklaue. Ja, okay, die sind auch nur Team Level 60. Ja. Aber die sollte man nicht unterschätzen. Die sind auch extrem stark. Sandy, 50. Und dann kann man, glaube ich, auch von den Leuten auch was anwerben, glaube ich. Ob das jetzt hier in der Wüste stattfindet, weiß ich nicht. So, wir sind wieder in der Adrit-Arena, wo wir gegen Souls-Mannschaft mal angetreten sind. Gegen Universal. Ein Auftakt für ihn hier. Und schon mal eine interessante Musik. So, Treibsand. Gucken wir mal. Wir kriegen den Ball hier nicht. Okay, Kampfgeist. Linz holt den weißen Turm heraus. Der schwarze wäre mir lieber gewesen, aber okay. So, Monsterkneifer ist activated. Sehr nice. Und dann... Ja, Eisfeuerlanze. Gucken wir mal. Ob der reingeht. Was kannst du denn? Ah, auch Viperbiss. Oder Viperbiss. Aber der geht rein. Sehr schön. Damit haben wir 1-0. Tor! Recht so, Leute! Wer war das denn jetzt? Das war jetzt nicht, hier, wie heißt gleich? Unser Arian. So, Kampfgeist. Neptun, oh, mal was anderes. Interessant. Und Monsterknaffer funktioniert auch wieder. Sehr schön. Ich würde sagen, wir aktivieren jetzt Subtruhe. Wir zeigen ihm auch mal, was wir drauf haben. Los geht's. Subtruhe ist schon Stufe 3, wie ich gesehen habe. Sehr geil. Okay, hoppla. Nee, abseits, ne? Minimalstrom. Passt soweit. Bleiben wir hier und schießen einfach mal drauf. Mal gucken, was passiert. Kaiserpinguin 7. So. Die Eiershände sollten wir eigentlich knacken. Ja. Ja gut, Südklaue ist jetzt nicht so stark wie Team Zoo, wie es aussieht. Wir haben jetzt schon mal 2 Tore. Aber ich glaube, Ewiges Licht war auch Team Level 60, ne? Also von daher passt das doch soweit. Was haben wir denn jetzt? Der Torhüter holt den weißen König. Warum nicht den schwarzen? So, Kartentrick. Bin gespannt, wann es, was für ein Level das bekommt. Plus V, L. Was? Was zur Hölle? Luftikos. Das läuft heute, ne? Das läuft richtig gut. Können wir da vielleicht... Yes, wir können einfach einen Schuss setzen.
Ich weiß, Magma Bögen wird jetzt nichts reißen, aber was soll's. Immerhin konnten wir was aufhalten. Und das ist doch nicht verkehrt. Oh, Harmoniebombe, okay. Ist okay. Spezialtaktik, wir können noch nichts machen. Oh, himmlischer Hass. Das haben die drauf. Okay. Oh, verdammt. Okay, Triton-Torpedo. Ja gut, da werden wir jetzt ein Tor kassieren. Das hält Mark nicht. Nope. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, okay, das ging doch ein bisschen schneller als gedacht. Aber solange wir hier gewinnen, ist mir das recht. Oh nein, den nächsten halte ich. Haha, versuch's doch, uns aufzuhalten. Ich versuche es. Aber gelingt mir jetzt gerade nicht so. Gut, es steht 2:1. Immer noch bin ich in Führung. Also von daher ist alles noch im Rahmen. So, ich würde sagen, wir vernichten mal seinen Kampfgeist, hoffentlich. Komm schon, hau Neptun um. Danke. Danke, Sutur. Genau das, was ich mir vorgestellt habe. So, ich würde sagen, damit wir keine weiteren Tore mehr kassieren, hol ich mal Margin raus. Verdammt, konnte nicht fassen. Weißer Bauer nur. Okay. Luftikus gegen Dampflok. Alles kein Problem. Verdammt. Oh. So, kommen wir hier hin. Angreifen. Aber der weiße Turm wird bestimmt was machen. Komm schon. Nee, ne? Nee, genau, Titanenschlag. Genau das, was ich mir gedacht habe. Aber wisst ihr was? Ich hab auch jetzt auf Bock Titanenschlag. Und zwar holen wir jetzt und ebenfalls den weißen Turm heraus. Vanni. Perfekt. Komm, Digi-Scan! Ah, schade. Ach ja. Hier mache ich mal nichts. Ich lasse den jetzt mal durch. So, ich würde sagen, wir machen mal was Crazyes. Die Mama? Nein, okay. Ich würde sagen, wir holen mal unseren Weißen hier, genau. So, und dann machen wir ebenfalls Titanenschlag. Alter, wie viel hast du verbraucht? What the hell? Der hat doch nur noch so wenig gehabt und er verbraucht fast seine ganzen Kampfgeistpunkte. WTF. Sirenen. Was Neues. Rahmenkralle. Alter, Falter. Verdammt. Komm schon, Alter. Energienetz. Nein! Weiße Dingens bekommt an hier Energienetz gegen Bailong. Aber hier jetzt nicht. Komm schon, den hältst du, oder?
Ja, den hältst du. Gut. Alles klar. Abseits, verdammt. Ich kam gerade nicht wirklich zum Tor, ne? Ah, das ist doch abseits. Wieso habe ich denn gepasst? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Rahmenkralle. Was spiele ich denn hier wieder für Mist zusammen? Aber da kommt Gösse schon fast down. Ja, okay. Zeit ist um. Wir haben 2:1 gewonnen. Ja. Nicht das beste Ergebnis, aber immerhin irgendein Ergebnis. Ich weiß jetzt aber auch nicht, in welcher Tour die jetzt auftauchen. Irgendwo werden wir sie wieder herausfordern können und dann wird es Zeit für unsere Revanche zu 5:0 S-Rang. Feuersense. Okay. Erdschuhen, Lichttier und ewiges Eckchen. Okay. Wie fürchterlich. Unser Sieg war doch so gut wie in den Stein gemeißelt. Waren wir etwa nachlässig beim Training? Bei der Wüste, ihrem Sand und ihren Dünen gelobe ich, beim nächsten Mal werden wir euch zermalmen und nicht verlieren. Die extra Fußballtour wird euer Ende sein. Tja. Ah, okay, wunderbar. Und hier oben können wir dann halt die Wüstenstürmer. Genau, da können wir die jetzt hier alle besiegen. Versuche das Team in der extra Fußballtour zu besiegen. Das müsste Maddie sein. Ja. Und dann wissen wir ja, was wir dann irgendwann in Zukunft vorhaben, wenn wir sie gegen die nochmal antreten werden. Dass wir dann die Kampfgeister da rausholen. Und gucken, vielleicht können wir dann noch unser Team ein bisschen optimieren. Mal schauen. Aber gut, das war's für diese Secret-Mannschaft. Und wir sind uns dann jetzt endlich bei den ganzen Touren wieder. Und wenn irgendwelche Tickets etc. Mannschaften kommen, werde ich euch natürlich das Ganze in den Part reinschneiden und Informationen mit euch damit teilen. So. Wir gehen jetzt zurück zu Sunny und wir sehen uns dann im Kampf gegen die nächsten Mannschaften. Also, bis dann!